Ach ja, die Tragikomödie Spaceman from Pluto. Ein absoluter Klassiker der 80er Jahre. Wir alle erinnern uns doch gerne zurück an Professor Brown, den verrückten Wissenschaftler mit seinem treuen Gefährten Champ, dem Schimpansen. Wie Professor Brown aus einem Kühlschrank eine Zeitmaschine gebaut hat und versehentlich Marty McFly in die Vergangenheit geschickt hat. Der schwermütige, depressive Marty McFly. Gespielt von Eric Stoltz. Was für eine Legende. Sag mal, bist du besoffen? Was laberst du? Wir reden heute über Zurück in die Zukunft. Ja, das ist mir schon klar. Deshalb habe ich mir das Originaldrehbuch besorgt und hier steht eindeutig drin: The time machine was built out of an old refrigerator. Und es gab außerdem die eindeutige Anweisung, dass dieser Film nicht Back to the Future heißen soll. And the memo's instructions were simple. Sid Sheinberg wanted the movie to be called Spaceman from Pluto. Was zur Hölle? Zurück in die Zukunft ist ein Film, der unter so aberwitzigen Umständen entstanden ist, dass es ihn überhaupt nicht geben dürfte. Und trotzdem schaffte es Zurück in die Zukunft, der erfolgreichste und wahrscheinlich auch meistgeliebte Film des Jahres 1985 zu werden. Was bei der Produktion alles schief lief und warum dieser Film bis heute ein zeitloser Klassiker ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Die Väter von Zurück in die Zukunft sind Robert Zemeckis und Bob Gale, die auch einfach Bob und Bob genannt werden. 1980 hackten die beiden den ersten Entwurf des Drehbuchs aus und pitchten es verschiedenen Filmstudios. Disney war das Drehbuch zu schlüpfrig. We sit down and he says, "Are you guys insane? You've got this scene with the kid and his mom in the car. This is incest. We can't do this." So, it was too extreme for Disney. Moment mal, ist Inzest nicht auch eine von der heterosexuellen Normativität abweichende Sexualpraktik, die aus Gleichstellungszwecken für betroffene Minderheiten flächendeckend in Mainstream-Produkten abgebildet werden müsste? Aber gut, heutzutage würde Disney ein so diskriminierender Fauxpas wohl nicht mehr passieren. Columbia Pictures hingegen war der Film nicht schlüpfrig genug. The average teen film in the early 80s was very R-rated. And they were sort of drinking, drugging, sex comedies, and those were the films that were making a lot of money. So most of the studios, when we went to set the film up, thought that the film was too soft, because it didn't have a lot of edgy stuff in it. Kein Filmstudio traute Bob und Bob zu, diesen Film zum Erfolg zu führen. Das änderte sich schlagartig, als Robert Zemeckis Film Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten ein riesiger Kassenerfolg wurde. Ab jetzt stand Zurück in die Zukunft wieder auf dem Programm und niemand Geringeres als Steven Spielberg produzierte den Film mit seiner frisch gegründeten Firma Amblin Entertainment. Universal Pictures stellte dem Projekt den einflussreichen Filmproduzenten Sidney Sheinberg als Sheriff zur Seite, der sofort einige Änderungen am Drehbuch vornehmen wollte. So fand er den Titel Back to the Future zu verwirrend und wollte den Film in Spaceman from Pluto umbenennen. We turn white. It's just horrible. Steven Spielberg schritt aber ein und konnte die Situation retten. Er schrieb Sheinberg einen Brief, in dem er seinen vorzüglichen Schenkelklopfer bezüglich der Änderung des Filmtitels lobte, und damit war das Thema vom Tisch. Und inwieweit Sheinberg den Film noch verändert hat, das schauen wir uns jetzt mal an. Der Film macht ab Sekunde 1 klar, um was es hier geht. Zeit. Und die hat der Teenager Marty McFly völlig aus den Augen verloren. Als er gerade richtig Radauz mit seiner 5000 Watt Base Machine macht und ihm der Verstärker um die Ohren fliegt, merkt er, dass er zu spät zur Schule kommt. Er schnappt sich sein Skateboard, hängt sich an die Stoßstange eines Trucks und macht sich auf die Socken. Und das führt uns zu dem verschollenen australischen Werbespot mit Michael J. Fox. In Zurück in die Zukunft hängt sich Marty McFly immer wieder mit seinem Skateboard an Autos dran. Die Behörden in Australien empfanden die positiv coole Darstellung dieser Szenen als jugendgefährdend und verpflichteten Michael J. Fox dazu, eine öffentliche Bekanntmachung aufzuzeichnen, in denen er dringend davon abrät, diese Fortbewegungspraktik nachzuahmen. Es gibt übereinstimmende Berichte über die Existenz dieses Werbespots, allerdings konnten weder das Museum of Lost Things noch Reddit das Material ausfindig machen. Es bleibt bis heute verschollen. Das ist also deine Gelegenheit, um Internetruhm zu erlangen. In der Schule spielt Marty McFly mit seiner Band vor, bekommt aber direkt eine Absage. Ich fürchte, sie sind eine Spur zu laut. Dieser Typ ist Huey Lewis, Frontsänger der Band Huey Lewis and the News. Ehrlicherweise habe ich keinen Plan, wer der Typ sein soll, ich habe das aber ins Trivia mit reingenommen, um zu checken, was für Semester dieses Video schauen. Gibt's hier Zuschauer, die mit Huey Lewis was anfangen können? Schreibt's mir in die Kommentare und erklärt mir, warum man den kennen sollte. Nachdem Huey Martys Rockstar-Träume gecrashed hat, trifft er sich mit seiner Freundin Jennifer. Wäre das nicht ein Knaller, mit so einer Kiste ins Grüne düsen? Unseren großen
Doppelschlafsack hinten drauf werfen? Und dass Claudia Wells, die Schauspielerin von Jennifer, überhaupt irgendwo hindüsen darf mit Marty, hat sie ihrer Körpergröße zu verdanken. Michael J. Fox ist mit 1,63 Meter nicht besonders groß. Weil die ursprüngliche Besetzung von Jennifer Marty überragte, waren sich alle einig, dass die Rolle neu besetzt werden müsse. He decides to pull the female members of the crew. Yes. And hands down, women on the set said, there is no way a teenage girl is gonna date a teenage guy who's shorter than him. So Melora was out. Wir lernen Martys Familie kennen. Sein Vater ist ein übertriebener Beta-Male und wird von seinem Vorgesetzten Biff übelst gekackt. Der McFly, dein Schuh ist offen. Seine Mutter hat sich mit ihrem Schicksal als unglückliche Vorstadtmutter, die einen Loser als Ehemann hat, abgefunden. Nein. Weird. Aber nicht so weird wie Crispin Glovers Dance Moves in Freitag der 13. Teil 4. Dieser Dude ist aber auch ein übertriebener Wunderling. Aber dazu später mehr. Und seine Geschwister sind auch ziemlich awkward. Vielleicht erklärt diese skurrile Familiensituation, warum sich Marty mit dem durchgeknallten und deutlich älteren Doc Brown herumtreibt. Und hier schaltete sich wieder Produzent Sid Sheinberg ein. Er verlangte, dass aus Professor Brown Doc Brown wird und dass sein Haustier kein Schimpanse, sondern ein Hund ist. Sheinberg war davon überzeugt, dass Affen in Filmen nicht funktionieren. I said, well, Sid, what about the Clint Eastwood movies? He said, that, sir, was an orangutan. Aus Champ, dem Schimpansen, wurde Einstein der Hund und aus der Kühlschrankzeitmaschine wurde ein Zeitreiseauto. Wollen Sie mir weismachen, Sie bauten eine Zeitmaschine? Aus einem DeLorean? Auf diese Idee kam die Crew aber selbst. Sheinberg hatte ausnahmsweise mal nichts damit zu tun. The drawings, they weren't made with the idea that here are these specific parts we want to put in these specific places. It was about the feel of the thing. So it was like a scavenger hunt to go to surplus stores, electronics shops, all these places where you can find used things, bring the used things to a workshop and start putting them on the car. Doc Brown erklärt Marty gerade, wie seine Zeitmaschine funktioniert, da greifen ihn Terroristen an. Sie erschießen Doc Brown und Marty kann mithilfe der Zeitmaschine in die Vergangenheit flüchten. Dort halten ihn ein paar Redneck-Farmer mit Grammatikschwäche für ein Alien. Nimm das, du mutantierter Mistkerl! Marty realisiert, dass er im Jahr 1955 gestrandet ist und trifft in einem Diner auf seinen Vater. Also die jüngere Version von ihm. Der war schon damals ein Versager und wird, wie auch in der Gegenwart, vom Schulbully Biff aufgemischt. Oh, McFly, dein Schuh ist offen. Ich habe schon eine ganze Menge zurückgebliebene und überzeichnete Schulbullies gesehen. Von der Wannabe Rich Kid Gang aus Halloween Ends bis hin zum unangefochtenen Nachbarschaftsschreckkönig Henry Bowers aus Es. Oh boy, diese Schmalzlocke. Aber Biffs Incel Gang ist echt nochmal eine Nummer für sich. Die erfüllen sämtliche Rowdy-Klischees. Der Dude mit den halboffenen Lederhandschuhen, die seine zarten Hände vor Glassplittern schützen, wenn er Nerdbrillen damit zerklatscht, der Womanizer mit dem Zahnstocher im Mund und der ruhige Mitläufer mit der 3D-Brille. Und ich bin ehrlich mit euch, ich liebe alles daran. Biff mischt George auf, woraufhin der erstmal runterkommen muss. Mein Alter ist ein Spanner. George ist nicht nur ein Beta-Male, sondern auch noch ein perverser Spanner-Creep. Was 1955 aber wohl nicht so ungewöhnlich war. Mir ist schon wieder einer von den Verrückten vors Auto gesprungen. Marty wird angefahren und als er aufwacht, liegt er im Bett von Lorraine, seiner Mutter. Als sie beginnt, sich in ihn zu vergucken, ergreift er die Flucht und besucht Doc Brown. Und gemeinsam schmieden sie einen Plan, um ihn zurück in die Zukunft zu schicken. An dieser Stelle müssen wir eine Sache festhalten. Die Expositionen in Zurück in die Zukunft sind genial. Alles, was in Akt 1 gesagt, gezeigt oder angedeutet wird, hat im späteren Verlauf des Films eine wichtige Bedeutung. Das realisiert der Zuschauer aber erst, wenn es soweit ist und die Expositionen fühlen sich zu keinem Zeitpunkt forciert oder unnatürlich an. Biff hat George McFly in der Gegenwart gehänselt und die nahezu gleiche Szene durchleben wir jetzt in der Vergangenheit. Wir erfahren während des Abendessens, wie sich Martys Eltern kennengelernt haben. So wie ich euren Vater getroffen habe. Ach Mom, so ein Quatsch, er ist Opa vors Auto gerannt. Und realisieren erst später, dass Marty die Geschichte verändert hat, als er anstatt George von Lorraines Vater angefahren wird. Und auch diese scheinbar unwichtige Handlung. Ich rufe dich heute Abend an. Da bin ich bei meiner Oma. Warte, ich schreibe dir die Nummer auf. Wird später noch sehr wichtig. Jennifer schreibt ihre Telefonnummer auf ein Flugblatt. Auf der Vorderseite des Flugblatts geht es um die Stadtuhr, die vor genau 30 Jahren wegen eines Blitzschlags stehen geblieben ist. Und diese Stromquelle ist jetzt die einzige Chance, wie Marty zurück in die Zukunft gelangen kann. Die Expositionen und das Pacing in diesem Film sind so dicht und genial miteinander verwoben. Zurück in die Zukunft ist eine Masterclass des Drehbuchschreibens. Ja, der Film ist gut. Aber du weißt doch ganz genau, dass es diese eine Sache gibt, über die wir sprechen müssen. Hm, ja, da hast du wohl recht.
Es gibt im ersten Akt diesen einen Continuity-Fehler. George McFly hat im ersten Shot 3 Kugelschreiber in seiner Brusttasche und nach einem Schnitt sind es auf einmal nur noch 2. Was? Das meine ich nicht. Ja, dann meinst du wahrscheinlich diese andere Szene, in der ein Typ in einem Hundekostüm in dem DeLorean sitzt, weil man keinen echten Hund in ein fahrendes Auto platzieren wollte. Junge, ich rede davon, dass der Hauptdarsteller gefeuert wurde. Was? Michael J. Fox ist der Hauptdarsteller. Ja, aber vor dem gab es noch einen anderen Darsteller, mit dem die schon 6 Wochen lang gedreht hatten. Du willst mir jetzt aber nicht erzählen, dass der Film praktisch doppelt gedreht wurde. Exakt. Das ist doch völlig absurd. Weißt du, was das gekostet hätte? Mm-mm. What the f***? Um ein Haar wäre das gesamte Projekt gescheitert. Drehbuchautor und Regisseur Bob und Bob wollten von Anfang an, dass Michael J. Fox die Rolle von Marty McFly spielt. Allerdings war der mit den Dreharbeiten von der Serie Family Ties so beschäftigt, dass er als Darsteller nicht in Frage kam. Als Ersatz casteten Bob und Bob den Schauspieler Eric Stoltz. Dieser Bruce stellte sich aber als völlige Fehlbesetzung heraus, da er den Ton und die Vibes des Films einfach nicht verstehen wollte. He said, well, this is so sad. Bob sort of had a quizzical look on his face as if to say, well, we're supposed to be having fun here. You're going too deep to a dark place. Für Eric Stoltz war Zurück in die Zukunft ein Drama über einen Teenager, der in der Vergangenheit gestrandet ist und langsam aus dem Gedächtnis seiner geliebten Menschen verschwindet. Nach 6 vollgepackten Drehwochen, in denen praktisch der komplette Film im Kasten war, erkannte dann auch der letzte Optimist am Set, was hier gerade passierte. And Zemeckis just said, oh my god, we're making the wrong movie. Bob und Bob zogen die Reißleine, feuerten Eric Stoltz und flehten den Manager von Michael J. Fox auf Händen und Füßen an, ob er nicht doch in ihrem Film mitspielen könne. Michael J. Fox gefiel das Skript so gut, dass er sich auf das Projekt einließ, trotz seines engen Zeitplans. Tagsüber drehte er fortan am Set von Family Ties, nachts spielte er dann Marty McFly aus Zurück in die Zukunft. There was no preparation for me at all. I just all of a sudden was on board. I was doing Family Ties and Back to the Future at the same time, so I was getting about an hour, 2 hours sleep every day. It was just this weird ride that somehow I got on and I was glad I did. Es gibt noch einige seltene Aufnahmen, die Eric Stoltz in der Rolle von Marty McFly zeigen. Angeblich war Eric Stoltz sogar erleichtert, dass er das Projekt verlassen durfte, aber ich bin mir sicher, dass er es spätestens bereut hat, nachdem Zurück in die Zukunft der erfolgreichste Film des Jahres 1985 wurde. Aber hey, mir fällt mindestens ein Paralleluniversum ein, in dem Eric Stoltz wirklich Marty McFly gespielt hat. Eric Stoltz ist Marty McFly. Was? Geht's um Zurück in die Zukunft? Ich habe das Universum komplett zerstört. Marty McFly ist Eric Stoltz. Ja. Aber würde man wirklich in dem Universum von The Flash leben wollen? Fraglich. Zurück im Jahr 1955 hat Marty ein gewaltiges Problem. Warten Sie mal, Doc. Wollen Sie mir jetzt etwa erklären, dass meine Mutter scharf auf mich ist? Wenn er es nicht schafft, dass sich seine Mutter wieder in seinen Vater verliebt, dann wird er niemals geboren. Den Wunderling George McFly zu verkuppeln, stellt sich aber als fast zu schwierig heraus, wie die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler Crispin Glover selbst. The crew keeps saying, listen, you've got marks, you can't leave the frame. And so the crew builds a box, an actual like planter's box, so that Crispin can't leave his bounds. Regisseur Robert Zemeckis und Crispin Glover hatten am Set immer wieder Meinungsverschiedenheiten. Glover übertrieb es mit seinem Method Acting so sehr, dass zum Teil völlig absurde Diskussionen über Nichtigkeiten wie das Öffnen einer Tür losbrach. He wanted him to open a door. And that was a discussion about the theory of opening a door. Crispin's going, I don't think my character would come through the door. And Bob said, yes, he needs to. And it went back and forth, and then Crispin finally did it. Mit Hilfe eines Tricks kann Marty George dann aber doch noch davon überzeugen, Lorraine den Hof zu machen. Letzte Nacht ist mir Darth Vader erschienen vom Planeten Vulkan und hat gesagt, falls ich Lorraine nicht einlade, würde er mir das Gehirn rausschmeißen. Während Marty und George sich um Lorraine kümmern, arbeitet Doc Brown daran, wie er die Energie des Blitzes in den DeLorean umleiten kann. Christopher Lloyd, der Schauspieler von Doc Brown, nahm die Rolle übrigens erst an, nachdem seine Ehefrau ihm gut zugeredet hat. Für Christopher Lloyd war danach schnell klar, an welchen Vorbildern er den Look seines Charakters orientieren würde. Almost right away, Einstein was a no-brainer. And my other thought was a renowned conductor by the name of Leopold Stokowski. Und knapp 3 Jahrzehnte später war Doc Brown dann wiederum die Inspiration für ein weiteres zeitgenössisches Meisterwerk. Rick and Morty. Natürlich ist Rick Sanchez eine ganze Ecke alkoholabhängiger und derber, aber die Parallelen zwischen Zurück in die Zukunft und Rick and Morty sind unbestreitbar. Ich meine, alleine die Namen. Marty, Morty, das ist kein Zufall. Jesus Christ, Doc, you disintegrated Einstein. Oh jeez, Rick, what'd you do to Frank? Pretty obvious, Morty. Für eine Promokampagne für die 5. Staffel von Rick and Morty schlüpfte Schauspieler Christopher Lloyd dann sogar wirklich in die Rolle von Rick Sanchez. Weitere Clips oder eine Realverfilmung sind aber nicht geplant. Lloyd bekräftigte in einem Interview aber nochmals, dass die Figuren Doc Brown und Rick Sanchez durchaus Brüder hätten sein können, die allerdings 2 sehr unterschiedliche Lebenswege eingeschlagen haben. Gut.
Aber was ist denn jetzt mit Marty und seiner Mutter? Die sitzen mittlerweile im Auto und Lorraine macht sich sehr offensiv an Marty ran. Es kommt zu einem inzestösen Kuss, bevor aber noch mehr passieren kann, kreuzt Biff mit seiner Spacko-Gang auf, um Marty zu vermöbeln. Während die Marty in einem Kofferraum einsperren, krabbelt Biff zu Lorraine ins Auto. Bevor er ihr an die Wäsche gehen kann, erscheint dann aber George und rettet den Tag. Er donnert Biff eine gegen die Kauleiste und wird danach von allen als absoluter Held gefeiert. Hey George, hab gehört, dass Biff flach gelegt ist. Hey George, willst du unser Schülerpräsident werden? Hey Kinder, wenn ihr einem gewalttätigen Schulbully auf die Schnauze haut und euch sozusagen auf sein Niveau begebt, dann wird sich in eurem Leben alles zum Besseren wenden. Ach ja, die 80er. Da war die Welt noch einfach. George und Lorraine verlieben sich dann ineinander, Martys Zukunft ist gerettet und jetzt muss er nur noch mit Hilfe des Blitzschlags und dem Zeitreise-DeLorean zurück in die Gegenwart reisen. Ursprünglich sollte im großen Finale die Energie einer Atombombe genutzt werden. Um Produktionskosten zu sparen, mussten Bob und Bob dieses fulminante Finale aber umschreiben. Und das hat sich gelohnt, satte 5 Millionen Dollar sparten sie ein, indem sie die Kulisse der Stadtmitte im Finale einfach nochmal verwendeten. Und ganz ehrlich, ich kann kaum glauben, dass die Idee mit der Uhr und dem Blitzschlag aus der Not geboren wurde. Dieses Motiv fügt sich perfekt in den restlichen Film ein. Mein Gott, dieser Soundtrack ist aber auch ein Ohrwurm. Absolut verdient hat er damals den Oscar gewonnen. Bitte? Der war nicht mal nominiert? Den Oscar hat der Film Jenseits von Afrika gewonnen? Okay. Marty kann zurück in die Zukunft reisen, kurz vor dem Moment, als Doc Brown und er auf dem Parkplatz angegriffen wurden. Um Doc Brown zu retten, hat er ihm eine Nachricht in der Vergangenheit hinterlassen, die ihn vor den Terroristen warnt. Dadurch trägt er eine Schutzweste und überlebt den Angriff. Zu Hause angekommen, bemerkt Marty dann, dass sich auch seine Familie verändert hat. Sein Vater ist ein erfolgreicher Science-Fiction-Schriftsteller und glücklich mit seiner Mutter verheiratet. Und der Schulbully Biff ist jetzt der Autoputzer seines Vaters. Als Marty sich mit Jennifer vom Acker machen will, taucht dann Doc Brown plötzlich mit der Zeitmaschine auf und erklärt Marty, dass er mit ihm kommen muss. Er, Doc Brown und Jennifer fliegen dann mit der Zeitmaschine davon und so endet dieser Film. Und was ich hier besprochen habe, ist nur die absolute Spitze des Zurück in die Zukunft Eisbergs. Der Film quillt über vor Humor und versteckten Easter Eggs. Marty erfindet während des Schulballs mal eben den Rock'n'Roll und inspiriert Rocklegende Chuck Berry mit seinem Gitarrensolo. Wir alle lieben den Fluxkompensator. Und warum läuft in einem Kino dieser Kleinstadt eigentlich ein Schmuddelfilm namens Orgy American Style? Das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Aber der Punkt ist, selbst nach dem dritten Rewatch gibt dir Zurück in die Zukunft noch etwas, was dir vorher noch nicht aufgefallen ist. Was allerdings jedem aufgefallen ist, ist, dass dieser Film ein absolutes Meisterwerk ist. Sowohl die Kritiker als auch der durchschnittliche Kinobesucher waren sich einig. Zurück in die Zukunft ist genau das, was wir alle sehen möchten. Und zwar am laufenden Band. Zurück in die Zukunft war unfassbare 11 Wochen lang auf Platz 1 der Kinocharts und war mit 388 Millionen Dollar Einspielergebnis der finanziell erfolgreichste Film des Jahres 1985. Und damit kommen wir zum Fazit. Um an diesem Film einen Makel zu finden, müsste ich schon verdammt tief bohren. Aber okay, ich versuch's mal. Es gibt ein paar offensichtliche Logiklücken im Narrativ von Martys Zeitreise, die Masken der gealterten Version der Charaktere sehen mittelmäßig aus und gab es da nicht diesen einen Continuity-Fehler, als Martys Vater auf einmal 2 statt 3 Stifte in der Brusttasche hatte? Ihr merkt, wer an Zurück in die Zukunft rumnörgeln will, der kommt verdammt schnell ins Schwitzen. Zurück in die Zukunft ist ein Brett, und zwar in nahezu allen Belangen. Es gibt ein geniales Drehbuch, dessen Pacing keinen Raum für Langeweile lässt. Jede einzelne Szene bringt den Plot voran, ist gleichzeitig humoristisch unterhaltend und zahlt sogar häufig noch auf den Rewatch-Faktor des Films ein. Die Besetzung ist on point. Ich meine, macht euch bitte klar, dass die Chemie zwischen Doc Brown und Marty McFly so unglaublich gut ist, dass sie Jahrzehnte später noch nachbrennt und als Inspirationsquelle für ein weiteres zeitgenössisches Meisterwerk diente. Rick and Morty. Jede Nebenrolle ist gut ausgearbeitet und selbst wenn der Charakter mal etwas unausgegoren ist, zahlt er trotzdem auf einen Comic-Relief-Moment ein. Und dann ist da noch das Production Value. Freunde, die Kulissen und die Requisiten sehen so gut aus in diesem Film. Vom DeLorean bis hin zur exzentrischen Garderobe von Doc Brown. Und das alles wird von einer überragend geradlinigen Kameraarbeit und einem Schnitt gestützt, der seinesgleichen sucht. Etwas handwerklich Sauberes, das gibt es kaum. Damit ein Witz in einer Szene sitzt, müssen nicht nur die Schauspieler abliefern, was sie in diesem Film exzellent machen, sondern vor allem der Schnitt und das Tempo spielen eine wichtige Rolle. Und auch das gelingt Zurück in die Zukunft am laufenden Band. Ich bin sogar davon überzeugt, dass sich absolut jeder auf die Art des Humors in diesem Film einigen kann, was erstaunlich ist, denn eigentlich ist Humor etwas sehr Subjektives. Zurück in die Zukunft ist mittlerweile fast 40 Jahre alt und hat nichts an seiner Wirkung eingebüßt.
Aber ich meine, wie sollte ein Film, in dem es ums Zeitreisen geht, auch nicht zeitlos sein? Und selbstverständlich erhält Zurück in die Zukunft von mir verdiente 10 von 10 Punkten. Wenn dir niedrigschwellige Komödien gefallen, dann schau dir doch mal meine Review zu Manta Manta an. Ein deutscher Klassiker gibt's hier oben. Hier unten gibt es noch ein anderes Video und ihr könnt diesen Kanal abonnieren. Dann werden wir auch weiterhin die Zukunft, die Vergangenheit und ab und zu auch die Gegenwart unsicher machen. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen.